Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um ein berühmtes Zitat einer berühmten Persönlichkeit. Wir bekommen die Behring S38 und die Klaus & Werner Lumin 5 vorgestellt. Und das Player Relations Team erzählt uns über Sinn und Zweck des PTU. Es gibt einen neuen Sprint-Report mit Informationen zu einem Zugmanager und visuellen Effekten an Schiffen und Waffen. Und in diesem Zusammenhang gibt es einen Exkurs zum Thema Shared UV-2s. Und als letztes gibt es einen Blick auf die überarbeiteten Versionen der P-52 Merlin und P-72 Archimedes. Eine berühmte Persönlichkeit sagte einst, "Walk softly and carry a big stick." Fängt Jared an zu erzählen, was so viel heißt wie, "Gehe sacht und trage einen großen Knüppel." Tatsächlich sagte diese Person aber, "Speak softly and carry a big stick." Sprich sanft und trage einen großen Knüppel. Und es endete mit, "Dann wirst du weit kommen." Und die berühmte Person, die das gesagt hat, ist Theodore Roosevelt, der 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Viele Karikaturisten, Autoren und Verleger nahmen dieses Zitat gerne an und scheinen es hier und da auch an eigene Belange angepasst zu haben, zum Beispiel im Sinnzusammenhang, dass man durch eine Machtdemonstration eventuell politische Gegner gefügig machen solle oder könne. Tatsächlich stammt dieses Zitat, dieser Spruch aus Westafrika und Theodore Roosevelt verwendete es in seinem Brief in einem völlig anderen Sinnzusammenhang. Und zwar schrieb er, "Wenn ich keinen großen Knüppel getragen hätte, hätte ich noch so viel schreien und toben können, ich hätte keine 10 Stimmen erhalten." Es ging also viel mehr um Innenpolitik als um eine außenpolitische Machtdemonstration durch Verwendung großer Waffen, wie es hier fälschlicherweise gerne verwendet wird. Carry the right stick. Im Zusammenhang mit Star Citizen philosophiert Jared weiter, könnte es bedeuten, dass man, wenn man den richtigen Knüppel dabei hat, jeden Ort des Verse erreichen kann. Im Angesicht einer Auseinandersetzung ist es wichtig, den richtigen Knüppel dafür am Start zu haben, sei es eine neue Behring-Pistole oder ein Klaus & Werner Maschinengewehr. Mit Alpha 3.6 kommen 2 neue Waffen ins Spiel, die Behring S38 Pistole und das Klaus & Werner Lumin 5 SMG. Die Abkürzung SMG steht übrigens für Submachine Gun. Submaschinengewehr ist ein Äquivalent zur MP, zur Maschinenpistole. Alle hier gezeigten Bilder sind schon etwas älter und spiegeln daher noch nicht den finalen Stand wider. Die Behring S38 bildet quasi die Brücke zwischen der modernen Gemini LH86 und der eher an einen Revolver erinnernden Castec Arms Coda, die sehr langsam schießt, dafür aber vergleichsweise großen Schaden verursacht. Dagegen hat die LH-68 eine sehr schnelle Feuerrate mit vergleichsweise niedrigem Schaden. Die S-38, wie gesagt, positioniert sich zwischen diesen beiden Pistolen und verfügt darüber hinaus über eine relativ lange Schussdistanz. Das bedeutet, dass man Ziele auch noch in 40, 50 Metern Entfernung anvisieren und treffen kann. Als nächstes sehen wir hier die Klaus & Werner Lumin 5. Sie verfügt über einen neuen Schussmodus, den CIG ins Spiel bringt und daran eine Menge herumprobiert hat, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Sie nennen es Full Auto Burst, vollautomatische Salve. Sie feuert also in Salven, ähnlich der Klaus & Werner Assault Rifle und eine Handvoll weiterer Waffen. Und wenn man den Feuerknopf gedrückt hält, feuert die Lumin 5 nicht durchgängig, sondern in sich wiederholenden kurzen Salven. Auf kurze Entfernung kann man also den Feuerknopf halten und trifft durchgängig das Ziel. So yeah, at shorter ranges like 5 meters, you can just put the hammer down, keep firing these rounds out and do a devastating amount of damage. Or at longer ranges, you can, you know, even 40-50 meters. In 40-50 Metern
sieht das für mich anders aus, wobei Johnny Jasivius hier beteuert, dass man immer noch gut auf dieser Entfernung seine Ziele treffen kann und bedeutenden Schaden verursachen können wird. Die best damn Space Sim ever zu erstellen, die verdammt beste Weltraumsimulation aller Zeiten, das ist ein Prozess, dessen Fundament die Zusammenarbeit ist. Nicht nur der 5 Studios untereinander, sondern auch mit den Tausenden von Star Citizens, die sich jedes Quartal wieder ins Test-Universe, das sogenannte PTU, stürzen. Wirklich instabile, fehlerhafte Builds spielen, um Daten zu produzieren und Fehler zu melden. Durch ihre mühevolle Unterstützung ist es möglich, die gröbsten Fehler zu identifizieren und zu priorisieren, die dann beseitigt werden müssen, bevor ein Build live ins PU geht. In der Entwicklungspipeline wird Software erstellt. Es wird von der internen Qualitätssicherung getestet und, bevor es live geht, bedarf es noch ein paar extra Tests. Zu diesem Zweck wird der Build auf einen Testserver geladen, wo die eingeladenen PTU-Spieler die neuen Inhalte testen können. CRG erhält so die Möglichkeit, teilweise eine Menge Aktualisierungen durchzuführen, bevor ein neuer Release-Patch schließlich an die Öffentlichkeit ins PU geht. Das Konzept mit der quasi Vorveröffentlichung im Rahmen eines PTU gibt CRG außerdem die Möglichkeit zu experimentieren. Ein Beispiel ist hier das IFCS, das man den Spielern zum Testen gegeben hat, Feedback eingesammelt, es darauf basierend verbessert, wieder Feedback eingesammelt, zurückgegeben, verbessert hat und so weiter, sodass man sich schrittweise in einem iterativen Prozess der finalen Lösung annähern konnte. Der PTU-Prozess durchläuft dabei mehrere Wellen. Die allererste Welle ist die Evocati-Welle. Diese Spieler sind dem Spiel am meisten verbunden. Sie verbringen die allermeiste Zeit im Spiel, sie sind die allermeiste Zeit im Issue Council aktiv, also dem Bereich, wo die Tickets eingestellt werden, die Fehler gemeldet werden, und sind generell sehr vertraut mit dem Spiel und seinen Systemen. Diese Spieler erhalten die absolute Rohversion, wo alles neu ist und wenig funktioniert. Weil sie aber so vertraut sind mit allem, können sie damit umgehen und schnell die gröbsten Fehler identifizieren und berichten. Außerdem erstellt CRG während PTU-Phasen meist Umfragen, um hier Rückmeldungen zu sammeln und konsolidiert in bestimmte Themengruppen zu leiten. Das kann die Gruppe Flug sein, die Gruppe Missionen, Charaktere, Gruppenorganisation und so weiter. Erkenntnisse und Ergebnisse gehen von dort aus zurück in die Entwicklungspipeline, wo die Aktualisierungen oder auch Pläne für zukünftige Patches erstellt werden. Die nächste Welle ist dann dafür da, die Server einer höheren Belastung auszusetzen und die Stabilität zu prüfen. Von dort aus wird die Spieleranzahl und damit die Serverlast Welle für Welle erweitert und nähert sich so ebenfalls iterativ dem Volllast-Szenario im PU an. Das Vorgehen in Wellen ist sowohl gut für die Spieler, um am Entwicklungsprozess teilhaben zu können, als auch für die Entwickler, weil sie sich so Problemen Welle für Welle annehmen und sie schrittweise bereinigen können. Das Testen hört natürlich mit dem PU-Release nicht auf. CRG sammelt weiterhin Spielerrückmeldungen und Daten, man löst weiterhin iterativ Probleme und liest sich die Kommentare der Community durch. Zuletzt hat man noch einmal 1500 Spieler neu der Gruppe der Evocati hinzugefügt. Evocati werden nach 2 Kriterien ausgewählt. Danach, wie oft sie online sind und spielen und wie aktiv sie sich im Issue Council beteiligen. Wenn man also Nerven aus Stahl hat und Evocati-Tester werden möchte, spielt so häufig wie möglich und beteiligt euch im Issue Council. An dieser Stelle möchte ich dazu erwähnen, dass nicht die Quantität der neu eröffneten Tickets zählt, sondern vielmehr die Qualität der Reports, was auch Bestätigungen bestehender Tickets sein kann, die sogenannten Contributions. Weiter geht's zum Sprint-Report und Zügen. Jeder liebt Züge. Daher arbeitet das europäische Tech-Team an Verbesserungen des Transitsystems, wie hier zu sehen. Es ist die Demo eines neuen Zugmanagers, mit dem sich die Anzahl der aktiven Züge auf einer Strecke erhöhen lässt.
Mittels dieses neuen Systems können Designer dann unter anderem den Intervall festlegen, mit dem die Züge an Stationen erscheinen und abfahren sollen. Je nach Frequenz erzeugt das System die notwendige Anzahl an Zügen, um den gewünschten Intervall bedienen zu können. Das nächste Thema betrifft Schäden am Schiff. Bislang konnte man einem Schiff zum Beispiel einen Flügel abschießen, wenn man genug Hüllenschaden an einer Stelle verursacht hat. Das sah aber seltsam aus, weil der Flügel immer noch vollkommen in Ordnung davon schwebte und das Schiff auch noch in Ordnung aussah, nur eben ohne den betreffenden Flügel. Mit dem neuen Shared UV2-Schadensmodell kann man nun tatsächlich seinen Namen in die Schiffshülle schießen. Was bedeutet Shared UV2-Schadensmodell? Um das aufzudröseln, müssen wir ein wenig tiefer in die Welt der Fachbegriffe der Erstellung von 3D-Modellen, von 3D-Objekten einsteigen. Wir erinnern uns, zuerst wird eine Geometrie, ein 3D-Modell erstellt. Darum herum wird ein Mesh gewickelt, ein Netz, das aus Dreiecken oder Rechtecken, aus sogenannten Polygonen besteht. Dieses Mesh wird um das 3D-Modell gewickelt und wird mit Materialien gefüllt. Was sind Materialien? Zuerst Texturen. Das sind Bilder, die auf die Oberfläche eines 3D-Modells dann gelegt abgebildet werden. Ein Material, das ist ein Wrapper, quasi eine Box, in der Methoden, Klassen und Werte und Texturen reingepackt werden. Das Material bestimmt also nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Es bestimmt die Details, wie ein Objekt aussehen und wirken soll. Ein UV-Kanal, das ist ein Datensatz innerhalb eines statischen Meshes, der jeden Knoten des Meshes, die ganzen Polygone in einem Vertex, die stoßen ja zusammen und das sind dann die Knotenpunkte und dazu sagt man Vertex. Und so ein UV-Kanal, wie gesagt, ist ein Datensatz, der die Koordinaten im Mesh abbildet. Diese Zuordnungen des UV-Kanals definieren, wie 2D-Texturkarten beim Rendern eines Meshes um die 3D-Geometrie gewickelt werden. Das ist das sogenannte UV-Mapping. Darüber haben wir auch schon mal in vergangenen ATVs gesprochen, das ein und andere Mal. UV steht dabei als Synonym der uns bekannten XY-Koordinaten. Das U in UV-Kanal bezieht sich auf die horizontale Achse einer Textur, das V auf die vertikale Achse. In der Regel werden UV-Mappings, UV-Mappings in einem speziellen Modellierungsprogramm erstellt, dem gleichen Werkzeug, mit dem die Geometrie des statischen Meshes erstellt werden. So ein Programm bietet in der Regel auch Möglichkeiten, mit den UV-Kanälen der Modelle zu arbeiten. Diese Kanäle werden klassifiziert. UV1 und UV2, UV1 und UV2. UV1 sind normalerweise Texturkoordinaten in Materialien. Ein Material tastet eine Texture Map, eine Texturenkarte ab, um die Zuordnung zwischen 2D-Koordinaten und 3D-Vertex-Positionen zu erfassen. Diese Informationen sind im ausgewählten UV-Kanal enthalten, um zu bestimmen, welche Bereiche der Textur auf welchem Polygon verwendet werden sollen. Hinzu kommt, Dreiecke im UV-Mapping können sich, im UV-Mapping können sich überlappen. Eine Überlappung bedeutet, dass der gleiche Teil der Textur auf mehrere Teile eines Meshes, einer Mesh-Geometrie angewendet werden kann. Das spart Rechenzeit und Systemressourcen. In UV2, in dem UV-Kanal 2, werden im Regelfall Light Maps gespeichert, Lichtkarten. Eine Lichtkarte ist eine spezielle Art von Textur, die vorbereitete Lichtinformationen für statische Meshes speichert. Wenn ihr Lichtquellen in eurem Level habt, dann wird dieser UV-Kanal also verwendet, um die Zuordnung zwischen der 3D-Geometrie des Meshes und dem 2D-Texturraum zu bestimmen, damit die Ausleuchtung entsprechend hübsch aussieht. Fassen wir zusammen. UV-Kanäle sind am besten als Behälter für UVs zu verstehen, die in einem 3D-Mesh verknüpft sind.
Und ein Mesh kann mehrere solcher UV-Sets mit mehreren Layouts beinhalten. Das bedeutet, dass ich ein 3D-modelliertes Objekt haben könnte, in dem zwei einzigartige UV-Layouts gespeichert sind, auf die ich dann zugreifen kann, je nachdem, welches UV-Set für die jeweilige Situation am besten geeignet ist. Unversehrt oder zerstört. Im Falle von Star Citizen bedeutet das, dass sich das Schiff und die Trümmerteile denselben UV-Kanal teilen, UV2, UV2. Insofern ist es möglich, dass Wrackteile durchs All schweben, die eindeutig zu einem bestimmten Schiff gehören, was insofern wichtig ist, als dass wir unsere Schiffe ja auch customizen, anpassen können. Und weiterhin bleibt das UV-Set so lange am Rumpf bestehen, bis das Schiff repariert wurde und wieder hübsch und poliert aussieht. So, und bei wem von euch die Gedanken jetzt bereits Flügel bekommen und davonfliegen oder sich vielleicht in die Ecke verzogen haben und langsam die Augen schließen, bleibt noch dabei, holt euch eine Tasse Kaffee, stellt vorher das Video auf Pause. Oder eine Tasse Tee oder eine Erfrischung eurer Wahl, denn es geht nochmal weiter. Wir wissen zwar jetzt, was UV2s sind und was sie eigentlich machen, aber CRG spricht ja von Shared UV2s, also von gemeinsam genutzten UV2s. Und da fragte ich mich, was ist denn das jetzt? Und habe da zuerst keine Antwort drauf mir erschließen können. Aber es gibt den lieben netten Andreas Müller bei mir auf Patreon und der hat eine ganz tolle Erklärung dazu geschrieben. Er erklärte dazu, dass das betreffende 3D-Objekt, das Raumschiff, nicht wirklich im Spiel ist, sondern nur eine Instanz davon oder besser gesagt, der Bauplan. Ihr hört richtig, genau wie bei der prozeduralen Erstellung, wo ja mittels eines Seeds Objektlandschaften wie zum Beispiel Städte oder eben Höhlen oder Außenposten dann zusammengestellt werden, wird ein 3D-Objekt nicht komplett auf unserem Client gestreamt, sondern lediglich die Information, wie ein 3D-Objekt auf unserem Client zusammengesetzt wird. Wird also zum Beispiel in Star Citizen ein Schiff erzeugt, gespawnt, ist dieses Schiff eine geschlossene Instanz des Objekts Schiff. Dabei ist wichtig zu wissen, dass Instanzen nicht auf die Inhalte anderer Instanzen zugreifen können. Damit das trotzdem möglich ist, muss der Entwickler explizit einen Zugriff erstellen. CIG hat also das Problem gehabt, dass der Flügel, der im Video zu sehen in 315p, nicht einfach so das Schiff fragen kann, wo er denn beschädigt sein soll. Ein Beispiel. Wie im Inside Star Citizen zu sehen, wird eine 315P im Spiel gespawnt. Das ist dann eine Instanz des 3D-Objekts 315P mit all seinen Meshes, Materialien, Attributen und so weiter. Wird eine zweite 315P im Spiel erzeugt, ist das eine zweite Instanz desselben Objekts 315P. Die erste 315P kann dann aber nicht direkt ist hier das Schlüsselwort, auf die Meshes, Materialien, Attribute und so weiter der zweiten 315P zugreifen. Wird nun bei einer der 315P-Raumschiffe der Flügel abgeschossen, passieren folgende Dinge. Erstens, die Instanz des betreffenden Raumschiffs 315P muss so angepasst werden, dass der Flügel entfernt wird. Zweitens, eine neue Instanz eines 3D-Objekts, nämlich der abgeschossene Flügel, muss erzeugt werden. Drittens, der Status des Flügels aus der Instanz 315P muss auf die Instanz Flügel übertragen werden und bei diesem Punkt beginnt das Problem. Der zerstörte Flügel hat andere Koordinaten innerhalb der Instanz, andere Meshes, andere Materialien, andere Attribute und so weiter. Kurz, diese zwei Objekte, obwohl eigentlich zueinander gehörig, passen nicht mehr zusammen. Sie sind inkompatibel. Im Normalfall würde man nun vermutlich Übergabeparameter erstellen, Methoden, Funktionen, Schnittstellen, Datenbankeinträge und so weiter. Damit die eine Instanz Flügel mit der anderen Instanz 315p reden
kann, dass die ihre Informationen austauschen können, beziehungsweise dass die Instanz 315p die notwendigen Werte an die Instanz kaputter Flügel mitgeben kann. Aber hier ergibt sich ein weiteres Problem. Der individuelle Schaden, den die Spieler anrichten können, Jared spricht ja davon, dass man seinen Namen auf die Schiffshülle schießen können wird, das kann nicht auf ein beliebiges, abgesplittertes Teil übertragen werden wie eine normale Eigenschaft, also zum Beispiel Material oder Farbe, da es eine variable Größe hat und dies eine weitere Instanz eines anderen Objekts ist, nämlich zum Beispiel das Schussloch. Man müsste also die Koordinaten, wo das Objekt liegt, den Winkel und die Eigenschaften übertragen und an den entsprechenden Koordinaten des Einschussloch mit den gleichen Eigenschaften eine neue Instanz des Objekts dieses Schusslochs erzeugen. Da der abgebrochene Flügel jedoch eine andere Masse hat, geht das ja nicht. Außerdem sind solche Schnittstellen, um Daten von einer Objektinstanz in eine andere zu übertragen, sehr aufwendig, fehleranfällig, mühselig zu aktualisieren. Und außerdem, je mehr Schiffe und je mehr Objekte im Spiel benötigt, im Spiel berechnet werden müssen, reißt das ein großes Loch in die Performance. Die Bildwiederholrate würde in den Keller gehen. Der einfachste Weg für CRG war also, und damit kommen wir jetzt zur Auflösung des Ganzen, alle Schadensmodelle, alle Einzelteile eines Raumschiffs, welche abbrechen oder beschädigt werden können, in einen einzelnen Objektcontainer zu packen und daraus dann einzelne Instanzen zu generieren, welche an Schiffe oder abgebrochene Teile dieses Containers übergeben werden können. Und vermutlich sind diese Objekte dann die von CIG betitelten Shared, die gemeinsam genutzten UV-2s. Nicht zuletzt arbeitet das Team für visuelle Effekte an Effekten für den neuen Neutronen-Repeater. Neben den Animationen und den hübschen Farben an der Vorderseite ist vor allem das Glühen am hinteren Ende der Waffen interessant. Das ist direkt gekoppelt an die Hitzeabstrahlung der Waffe. Je heißer, desto mehr glüht sie. Von dem VFX-Team, dem Team für die visuellen Effekte, hören wir jetzt noch mal mehr. Denn es geht um Tinted Impact Effects, um eingefärbte Einschlagseffekte. Aktuell ist es so, schießt man in den Boden, in den Grund, steigt ein wenig Staub oder Qualm auf, der undifferenziert wirkt und so in dieser Form überall entstehen könnte. Das neue System ist grafisch gekoppelt an die Farbe des Untergrunds, sodass die Farbe der quasi Einschlagswolken jetzt von der Untergrundfarbe abhängt, auf die man schießt oder über die man fährt. Es handelt sich nur um ein kleines Programm, was aber massive Auswirkungen auf das Spielerlebnis haben wird. Und als letztes geht es nochmal um die Beleuchtung, über die jetzt keine weiteren Worte mehr verloren wird, sondern wir die Bilder genießen können. Everything around them, I'm just gonna be quiet and let the footage speak for itself. Und weiter geht's zu den Snap-Jägern, kleinen Raumschiffen, die in großen Raumschiffen parken können. Da gibt es zum Beispiel die 85X in der 890 Jump oder die Pisces in der Carrick. Diese kleinen Begleitschiffe bringen ein weiteres Stück Charakteristik in das Star Citizen-Spieluniversum. Und in dem letzten dieswöchigen Special geht es um die P-52 Merlin und die P-72 Archimedes, die als überarbeitete Version in 3.6 veröffentlicht werden. Bei der P-52 sprechen wir vor allem über eine Animationsaktualisierung und Anpassungen des Cockpits. Wie man hier sieht, sieht man kaum etwas. Die Änderungen sind also minimal. Am auffälligsten hier ist vielleicht der neue Shader, der für hübschere Reflexionen auf dem Lack sorgt. Außerdem wurde das Tear and Dirt-System implementiert, sodass das Schiff schmutzig werden kann und quasi verrotten kann, Rost ansetzt, wie hier demonstriert. Man muss da noch ein wenig dran feilen, sodass die Reflexionen an den verrosteten Stellen nicht mehr auftauchen. Aber insgesamt, wird uns hier gesagt, wirkt es schon sehr cool.
Weiterhin hat man einige kosmetische Änderungen am Cockpit vorgenommen und die Beleuchtung so angepasst, dass man auch Videokonferenzanrufe durchführen kann. Weiterhin sieht man das Cockpitglas jetzt besser. Und man hat die Bewaffnung mit einer dezenten Beleuchtung versehen, weil es cool ist, wenn man die Waffen sieht, mit denen man Mitspieler hochjagt. Weiter geht's zu Archimedes. Das ist die Luxusversion und besitzt Renntriebwerke am Heck, weil sie wesentlich schneller ist als die Merlin. Die Archimedes besitzt jetzt keine Waffen mehr vorne. Anstattdessen befindet sich dort ein weiterer Lufteinlass zur Kühlung der Rennturbinen. Das Cockpit hat man mit hochwertigen Materialien versehen, sodass alles etwas luxuriöser wirkt. Auch die Beleuchtung hat man angepasst. Alles ist sehr warm und freundlich gestaltet, im Gegensatz zu Merlin, die wesentlich kühler ausgeleuchtet ist mit viel Blau. Nicht zu vergessen sind die Winglets. Die sorgen für mehr Stabilität, denn die Archimedes ist wesentlich manövrierfreudiger als die P-52. Alles in allem ein cooles Schiff, was nur sehr schwer abgeschossen werden können wird. Und das war's für diese Woche mit einem spannenden Inside Star Citizen. Auf diesem Wege euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers.